Jetzt bin ich sehr gespannt. Hydro hat das große Finale. 88.000 Likes, nur 5.000 Dislikes. Und Marvin schreibt in den Kommentaren, eieiei, wirklich Respekt, hätte ich nicht mit gerechnet. Man kann von Leon halten, was man will, aber diesmal hat er alle anders hops genommen. Okay, ich bin gespannt. Oh ja, das kann ja nur gut werden. Das ganz große Finale, alright. Hallo Leute, da bin ich wieder. Influencer sind ja gerade die Popstars unserer Zeit und ich kann mir nicht vorstellen, dass die für irgendeinen Schund oder Schmutz auf Instagram Werbung machen. Und ziemlich genau das wollte ich mal testen und deswegen habe ich mit meinem ganzen Team eine eigene Creme erfunden. Okay, jetzt schon aufwendiger als die letzten 20 Videos von Leon Mascher zusammen, von wegen, ich teste diese 10.000 Euro Pizza. Ich springe in ein volles Bällebad. Und jetzt brauche ich nur noch einen passenden Influencer, der für alles bereit ist. Seh zu, dass du einen Abflug machst, Junge. Aramba, zamba, wataki. Lass mich nur meine stichsichere Weste anziehen und dann bin ich hier weg, Mensch. Menschenskinder. Hasta la vista, Digga. Yo, was geht ab? Mein Name ist Leon Mascher und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Und ja, es ist viel passiert. Ich bin richtig gespannt. Gerade mein Kopf ist richtig am Rattern. Mein Kopf ist so richtig am... Möchte Leon jetzt actually ein gutes YouTube-Comeback machen? Hat diese ganze Situation genutzt und den ganzen Hype genutzt, um ein actual YouTube-Comeback zu machen? Jetzt wirklich also einmal ein Video gut machen und dann sind alle so, okay, ist krass, Leon Mascher, krass. Boah, du hast 5 Jahre lang übelste reingeschissen und cringe gemacht, aber... Jo, das war ein gutes Video. In letzter Zeit, aber ist es wirklich so, wie es scheint? Jetzt, wo Mimi nicht mehr auf YouTube ist. Gehen wir nochmal zurück zum Anfang und gucken, wie alles begann. So, vor einigen Monaten ging das los. Da habe ich die erste Anfrage von der Agentur per Mail bekommen. Da haben wir leider keine Einigung gefunden, weil die dann gesagt haben, ja, wir wollen Leon auf Instagram-Story. Aber das war dann halt zu teuer. Deswegen ist man dann irgendwie auf Snapchat gekommen, dass man dann gesagt hat, okay, passt der Preis, kann man machen für Snapchat. Oh, Mimi, ein YouTube-Kanal wieder? Oh. Dann, einige Tage später, ist die Creme angekommen. Und da beginnt die Geschichte. Okay, einmal kurz vorneweg, Leute. Ich weiß, viele denken, ich bin strohdumm. Aber dachtet ihr wirklich, ich bin so strohdumm? Ich frag mich, wie man darauf reinfallen könnte. Dazu sagen wir jetzt aber mal nichts. Geht das überhaupt? Ein Blick aufs Etikett hat für mich sofort das Kartenhaus zum Zusammenstürzen gebracht. Wer von euch hat noch nie was von Oran gehört? Ey, das esse ich jeden Tag zum Mittag. Oran mit Bolognese und Pipi-Kakasidöl. Das meine ich auf der Toilette, sondern das trinke ich. Und mit Asbest, damit putze ich mir jeden Tag die Zähne. Aha. Jetzt mal ohne Spaß, Leute. Lesen wir mal das Briefing vor und gucken, was ich sagen sollte. Das ist unglaublich. Betone, dass ein wesentlicher Bestandteil venezuelanisches Pipi-Kakasidöl ist. Bruder. Und dann dachte ich, okay, safe vorbei. Unten das Etikett, das Briefing mit Pipi-Kakasidöl. Bruder, war vorbei für mich. Und ich dachte mir, da will mich jemand veräppeln. Mein Gedanke war direkt, da spiele ich doch mit. Pranks, da bin ich dabei, 100%. Ich bin der Uwe und ich bin auch dabei. Und da ging die Snapchat-Story mal direkt online. So, Freunde, das ist auf jeden Fall die Creme. Die ist so ein bisschen durchsichtig. Das ist die Creme von Skincare. Die benutze ich dann jeden Morgen und ich muss sagen, direkt fresh. Die Haut ist gut befeuchtet und man sieht direkt so fresh aus. Wait a minute. Ist der richtige Clip nicht etwas länger? Schauen wir mal beide Clips an. So, mal schauen, wer mich da pranken will. Auf jeden Fall. Das ist die gute Bruno Banani Creme auch durchsichtig. Erstmal hier so ein bisschen auf die Spitze. So. Oh, Seifenblasen. Oh, richtiger Make-up-Influencer. Auf jeden Fall, das ist die Creme hier. Okay, und jetzt kommt halt das Video, was öffentlich geht. Mal schauen, wer mich da pranken will, Digga. Pipi Kakara mit Venezuela. Unglaublich. Egal, auf jeden Fall. Okay, jetzt warte. Hydro-Hype. Okay. So. So, Freunde, das ist auf jeden Fall die Creme. Die ist so ein bisschen durchsichtig. Das ist die Creme von Skincare. Die benutze ich dann jeden Morgen und ich muss sagen, direkt. Okay, aber er beweist es actually genauso, dass es echt nachvollziehbar ist. Das ist schon mal sehr gut. Nee. Ich glaube, das passt, oder? Da war ein Cut. War da ein Cut? Er wird schon gut genug bewiesen haben. Benutze ich dann jeden Morgen und ich muss sagen, direkt
Fred. Hat das Angabe-Video geuploadet, okay. Habt ihr gesehen? Sorry, dass ich mich ein bisschen verplappert habe, nice. Aber das Video gibt es auch auf jeden Fall ungeschnitten in der Infobox direkt ganz oben, damit 100% auch keine Zweifel offen bleiben, weil es wird noch sehr, sehr interessant in dem Video. Und damit okay. Nicht genug, haben wir die erste Rechnung bekommen, also von den 50% von den lieben Herr Pascal K. Ich spreche mal seinen Nachnamen nicht aus, ich weiß nicht, wie bedeckt er bleiben möchte. Aber Pascal K. Auf jeden Fall haben wir diesen Namen dann gegoogelt und dann sind wir auf WeChiro gekommen, dass er was damit zu tun hat, Mitarbeiter, wie auch immer. Und dann dachte ich, hey, das hat doch was mit Aaron zu tun. Und Aaron hat doch diesen lieben Praktikanten oder Mitarbeiter Marvin. So, und das hat dann alles, war sehr schlüssig. So, und dann habe ich nochmal auf Instagram geguckt und habe ein süßes Bild von diesen zwei Turteltäubchen gefunden. Pascal K. kann doch sowas nicht machen. Aaron sowieso nicht, WeChiro, wen kennt man, der solche Pranks macht oder solche Streiche? Das ist der liebe Marvin. Und somit wurde die erste Phase aktiviert. Hören wir uns das mal kurz an. Moin Thomas, ich hoffe bei dir alles gut. Ich wollte nochmal Bescheid geben, dass du mir die fehlenden Streaming-Zahlen ergänzen musst, wie besprochen. Und zwar, ich gebe sie dir nochmal durch. Bei Copacabana waren es 13.118.229. Bei Portofino waren es 1.442.116. Und nochmal bei Copacabana, bei diesem Kaluma Remix waren es 919.191. Ich danke dir schon mal, melde dich dann einfach, dann besprechen wir das Ganze. Bis morgen, ciao. Und dann hat der liebe Marvin geschrieben, Sören Bruns, du hast dich im Chat geirrt. Aber nein, das war die erste Phase, mein Lieber. Gut, entschlüsseln wir mal das ganze Wirrwarr hier. Marvin, du Pisser. Huch, war das etwa eine Botschaft? Ach, wow, wow, da hätte er echt drauf kommen können, aber da hätte er drauf kommen können, der Marvin-Mensch, Marvin. Aber damit nicht genug. Wir brauchten noch irgendeinen Aufhänger. Irgendwas, damit wir ein bisschen mehr Salz in die Suppe streuen. Und somit kam ich auf folgende Idee, Phase 2. Was geht ab, Bro? Ganz, ganz wichtig, Digga, du weißt, gleich ist das Telefonat. 14.30 Uhr hast du ja den Termin mit denen und von Marvin da, den Assistenten oder wer das auch ist, Digga. Du musst auf jeden Fall ganz, ganz wichtig, Digga, mit der Familie ein bisschen Welle schieben, weißt du? Mit Familie El Egno aus Berlin. Und wir flachsen ihn damit auf jeden Fall. Und Mann, du musst auf jeden Fall richtig Welle machen, Digga. So, dass er sich schon so leicht einscheißt, Digga. Das wird zu lustig, Bro, wenn das klappt. Das ist einfach der liebste Mensch aus meinem Team. Und ich zeige euch jetzt mal, wie das Gespräch in echt aussah. So, Leon, wir gehen in die nächste Phase rüber. Ich glaube, wir haben das Ganze schon jetzt ein bisschen zugespitzt. Mal gucken, was dabei rauskommt. Ich bin gespannt, wie er auf El Egno reagiert. Ich finde, das kann und wird lustig. Nein, ist es wirklich Egno auf Unge? Es haben so viele Leute schon geschrieben, haben so, yo, El Egno ist halt Unge rückwärts. Oh mein Gott. Ich dachte, oh mein Gott. Ich rufe den jetzt mal an. Ganz, ganz wichtig, diese Videos gibt es alle ungeschnitten, ganz oben verlinkt in meiner Infobox. Nicht, dass euch einige Leute hier denken, ich will mogeln oder so. Nein, ungeschnitten, da seht ihr das, wie wir die Leute Step by Step geprankt haben. Hallo Senat, grüß dich. Hi, servus, hi. Ich wollte das Gespräch auch ehrlich gesagt kurz fassen. Es geht darum, dass ich nicht verstehe langsam, wie das Ganze abläuft und welche Richtung das Ganze nimmt. Mhm. Ich glaube, wir haben mit Leon Abänderungen gemacht. Wir haben mehr gepostet, als das soll. Und dauernd kommen irgendwelche komischen Verbesserungen, wo ich mir denke, wohin das Ganze jetzt führen soll. Weil ich finde das krass, dass hier sagt, ihr zahlt was, dann... Ich frage mich gerade, ob Simon das dann gewusst hat. Kommt das Geld nicht an, dann... Wieso kam das Geld nicht an? Das weiß ich nicht. Und ich verstehe nicht, was das Ziel jetzt an dem Ganzen sein soll. Naja, die grundsätzliche Thematik, die halt für uns und auch für den Kunden schwierig ist, ist, dass ihr das Briefing lange genug vorher hattet und sich am Content daran nicht gehalten wurde. Dann haben wir euch, oder sind wir... Wird alles noch gesagt, okay. ...entgegengekommen, indem wir gesagt haben, okay... Das Seed-Oil, das muss man da jetzt nicht unbedingt nennen, wenn Ihnen das Ja, klar, ich verstehe schon, alles gut, aber das ist keine Art. Also ich glaube langsam, dass ich hier mit Betrügern zu tun habe, weil so geht das nicht weiter. Also ich habe wirklich langsam die Schnauze voll, das wird mir echt zu viel, dauernd irgendwelche Verbesserungen, wir geben Verbesserungen, wir posten viel und dann kriegt man nicht mal das Geld. Also ich weiß nicht, ich möchte erstmal das Geld haben, dass es erstmal da ist. Oder können wir weiterreden, weil sonst müssen wir uns das Geld selber holen. Irgendwie auf eine Art. Ihr kommt aus Berlin, hast du gesagt, oder nicht? Genau. Ja, also wie gesagt, wenn wir jetzt nicht langsam Zahlungseingang sehen, dann sind wir quasi gezwungen, uns das Geld selber zu holen. Ich glaube... Und wieso ist das wichtig, dass wir da aus Berlin kommen?
Nö, ich wollte es einfach nur sagen, weil ich glaube, wir sind in Berlin ganz gut connected. Ihr könnt euch vielleicht mal über den Namen Egnu beschäftigen. Wir klären das. Also wie gesagt, bitte, dass sie uns erstmal das Geld überweist und aber, dann schauen wir weiter. Wenn nicht, dann sehen wir uns halt eben. Er macht es gut aber, oder? Marvin hat da eigentlich nicht mit gerechnet und ich finde, er hat das in seiner Wortwahl, hat er das gut formuliert. Zwungen und das Geld selber zu mal verarschen lassen wir uns nicht. Das hat ja niemand vor, euch zu verarschen. Ich dachte, es geht um das... im Telefonat darum, dass wir das inhaltlich lösen. Okay, also wie gesagt, checkt das bitte, dass das Geld ankommt. Wie gesagt, weil wir lassen uns langsam nicht mehr verarschen. Und wenn nicht, holen wir uns das Geld selber, weil das funktioniert so nicht. Ich glaube, wie gesagt... Ich verstehe nicht, worauf du hinaus möchtest. Was meinst du denn mit Geld selber holen? Das hört sich ja fast so an, als ob ihr irgendwo irgendjemanden vorbeischicken wollt, der irgendwie gewaltsam Druck ausübt. Nö, das habe ich nicht gesagt. Ich habe dir nur gesagt, wir möchten das Geld haben. Wenn nicht, holen wir uns selber. Über welchen Namen sollte ich mich nochmal informieren? Egnu. Informiere dich über den Namen Egnu. Wie schreibt man das? E-G-N-U. L Egnu. Alles klar. Werde ich mal recherchieren, werde ich mal durchlesen. Und okay. Kannst du mir Bescheid sagen, wenn das Geld angekommen ist? Alles klar. Wir hören uns. Schade, dass wir da zu keiner Einigung gekommen sind, aber dann ist das wohl so. Jo, ciao. Tschüss. Wirklich, die haben wirklich die UNO-Reverse-Karte gepullt. Legit, das ist die Definition davon. Alter. Ich muss gleich mal Leon anrufen. Also, der hat das ja echt abgekauft. Also, der hat das echt abgekauft. Ey, Egnu, er hat Egnu abgekauft. Die Leute, können sich das vorstellen? Egnu. Yo, Digga. Ey, gut? Hey, der hat erstmal so geredet, so ganz normal sachlich, ne? So, alles so besprochen, habe ich ihm gesagt, du pass auf, wir holen unser Geld selber. Er so, nein, das Geld muss da sein, ich hol es mir selber. Und habe ich ihm gesagt, wir sind von Egnu, wir holen uns das Geld, hast du mich verstanden? Hat er es geglaubt? Ja, dann er so, wie? Ja, ganz soll er es nicht gesagt, aber ja, wie, im Prinzip, jetzt das ja. Über Gewalttat holen und sowas, weißt du, so über Gewalt. Ich so, uns kennt man, informier dich, L Egnu, er so, wie wird das geschrieben? Ich so, E-G-N-U. Ja, alles aufgenommen, sieht man dich? Sieht man mich? Ja. Jo, Leute, schau noch. Ey, unglaublich. Mal schauen, wie weit wir gehen können mit dem Prank, Alter. Auf jeden Fall ein bisschen Spaß muss sein, ihr wisst Bescheid. So, die erste Arbeit ist getan und dann muss ich nur noch auf das Video von dem lieben Herrn Wildhage warten, also den lieben Marvin. Also hieß es erstmal zurücklehnen, warten und die Show genießen. Aber lange irgendwann warten, wirklich lange warten. Sieht doch irgendwie, das ist 6 Monate später oder so. Später. Ja. So, und schwuppdiwupp war das Video online und als ich das Video gesehen habe, dachte ich, wow. Es wird einen mega Shitstorm geben und die Leute werden wieder reden und die ganze parteiische Reaction-Szene wird sich wieder den Mund zerbabbeln. Und deswegen dachte ich mir, zieh ich die doch gleich rein mit ins Affentheater. Let's go. Schauen wir mal, wie die so reagiert haben. Ich kann nicht mehr. Das einfach funktioniert, ist so geil. Das ist so fucking geil. Bisschen Dings, Gleitgel im Face schmieren, Digga. Mit Kopf reingehen in die okay, kurz hops genommen werden, gar kein Bock. Ich möchte nur mal ganz kurz festhalten, was ich ins Gesicht geschmiert habe, war Gleitgel. Komplette Bedrohung. Leon Mascher, mit was für Leuten arbeitest du zusammen? Der ist wahrscheinlich einfach nur in einem Clan. Ganz kranke Nummer. Ganz kranke Nummer, dem Management. Ganz kranke Nummer. Ach du meine Güte. Was ist da denn so? Also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist ja besorgniserregend. El Egnu, wer ist El Egnu? Entweder würde Remo sagen, oder würde Miri sagen. Kennst du doch bestimmt. Dann kommen wir mit denen mal vorbei. Are you fucking kidding me? Ganz, ganz, ganz aggressive Weird-Champs in dem Management. Ganz komische Nummer. Dass Leon Mascher mit solchen Leuten irgendwie zu tun hat, ich weiß nicht, man, das wundert mich ehrlich gesagt nicht so krass. Wenn er das Video sieht, ich glaube, dann kommt die Familie Müller erst recht vorbei, oder nicht? Digga, das ist ein fetter Skandal. Scheiße, Mann. Bruder, was? Oh. Das ist sehr, sehr unseriös. Was ist das denn? Scheiße, Bruder, what the fuck? Marvin, Alter, Marvin legt sich echt mit den falschen Leuten, glaube ich. Ich habe Angst um den Jungen, wirklich. Ich habe so Angst um Marvin. Gottlos hops genommen. Wo die ganzen Reaction-Videos kamen, fand ich schon so, okay, cool. Die Leute haben reagiert, egal. Safe, Leute, dass wir nicht drin sind. Familie Egnu geht nicht auf uns. Ein Glück. Egal ob Monte und... Wer waren alle? Digga, Bruder, eigentlich alle haben reagiert. Ne? So, fand ich cool, aber irgendwie war ich trotzdem nicht zufrieden. Vor allen Dingen enttäuscht war ich von einer Person und zwar von Unge. Weil er nicht diese Reaktion gegeben hat, die ich erwartet habe. Und deswegen kamen wir wieder zur nächsten Phase und ich musste es ein bisschen rauskitzeln aus dem lieben Unge, weil ich wusste, ich werde jetzt rauskitzeln. Ich wollte dein Statement zur Sache Hydro-Hype, Hydro-Hype, Skincare oder wie auch immer die Scheiße heißt. Oh, ist der sauer. Ist der sauer. Guckt euch mal, wie sollte man so sauer starten? Ich habe damit nichts zu tun. Ich habe Marvin nicht geschrieben. Ihr braucht euch nicht auch drüber lustig machen mit Familie Müller und so ein Scheiß, Digga. Klärt das selber mit der Familie El Egnu. Ich habe damit nichts zu tun. Oh, er hat den Namen geleakt.
geleakt, dass einfach Abu Chaka auf Wish bestellt. Oh Mann, ich weiß auch, wie der Name von dem Typen heißt. Ich weiß auch, dass es nicht Müller ist. Ich kenne alle Infos, Leon. Ich kenne alle Infos, aber du weißt, Bruder. Ach ja. Ach ja, kennst du die? Das ist halt schon unangenehm jetzt. Das ist halt wirklich unangenehm, sag ich so, wie es ist. Oh, wusstest du, dass es die Familie ist? E-G-N-U. Eknu. U-N-G-E. Uni. Das ist doch Pipi einfach. Ich kenne alle Infos, aber du weißt, Bruder. Du weißt. Warum dreht Ungesund durch, wenn es um seine eigene Familie geht? Du, das verstehe ich nicht. Distanzier dich von diesen kriminellen Drecksleuten. Dein Management ist einfach ein Haufen Scheiße. Oh. Nur weil du denen dann die Hälfte von deinem Cash abdrückst, weil die dir irgendwie Schutzgeld versprechen, weil du alleine Angst hast, durch Berlin zu laufen, Leon. Oh, das glaube ich ja, dass du die kennst. Beiseite mit deiner Großfamilie, Alter. Beiseite. Ich sag mal, Großfamilie oder soll ich eher sagen... Vater, Mutter, Kind. Ich bin in der Großfamilie Leknu. Digga, deine Großfamilie, Digga, guck ins Puppenhaus. Da ist eine größere Großfamilie, als du in Berlin hast. Weißt du, was mich abfuckt? Digga, das ist... So geht man nicht mit Menschen um, Leon. So geht man nicht mit Menschen um. Digga, dein Management hat einfach Marvin bedroht. Oh, ich cringe. Ich cringe. Raffst du was? Dass du... Leon, weißt du... Ich hab nichts persönlich gegen dich, aber jetzt muss ich mal einmal kurz Klartext sprechen, Leon. Ich sag dir was, wenn du ein Statement machst, dann sag ein Statement, dass du dich distanzierst von so einer kriminellen Scheiße. Steh mal deinen Mann und distanzier dich von so einer Clankriminalität, Digga. Geh mal zur Polizei und zeig die an. Ich hab schon vor einem Jahr, hab ich das gesagt, aber jetzt, wo es an die Öffentlichkeit gekommen ist, solltest du mal zur Polizei gehen und solltest mal diese Verbrecher anzeigen. Leon, das ist kriminell. Das hat auch nichts mit Spaß zu tun. Mit mir und dir, das ist alles so haha, hihi. Da muss ich einfach mal upgraden. Ihr habt das in der Hand, Leon. Du hast Connections zu diesen Großfamilien. Ah, da kriege ich Aggression. Sorry, da kriege ich Aggression. Da drehe ich durch. Da raste ich aus. Das war ja einfacher als gedacht. Das war doch herrlich. Aber... Ist euch da nicht was aufgefallen? Gehen wir nochmal zurück zu meinem Statement. War da nicht noch was? Hydro-Hype, Hydro-Hype, Skincare oder wie auch immer die Scheiße. Ja, ich weiß mir gerade eben schon gedacht, dass das Safe irgendwas noch hinten ist. Aber Leon, du kannst nicht so tun, als würdest du da verdeckte Botschaften reinpacken und dann wirklich so ein Rätsel machen, was, keine Ahnung, halbe Schnitzeljagd da drauf ist. So, da achtet doch niemand drauf. Wait a minute. So, Marvin, gehen wir jetzt mal zurück zum Statement. Hast du mal überlegt, was das heißt? Wo ich dran vorbeigegangen bin. Hast du mal überlegt, was das heißt? Nein, als ob, Leon, nein. Nein. Das ganze Baum. Bro. Marvin, du Pisser, das ist erst der Anfang. Macht das ja auch, um zu zeigen, dass das alles geplant war. True. Ich Spaß. Das war einfach zu einfach. Ich dachte mir, warum merkt das keiner? Nach dem Statement gab es so viele Videos auf TikTok. Ja, das kann man ja nicht merken, Bro. TikTok, wo die dann geschrieben haben, in den Kommentaren sogar, hey, was wenn Leon die alle hops nehmen will? Dann dachte ich, oh scheiße, Digga, noch nicht jetzt. Also nach dem Video und dem Skandal mit Leon Mascher und seiner Großfamilie El Egnu, wollten die mich natürlich in die Show haben. Die Show von Aaron, ne? Und dann dachte ich so, ja, für einen 20er bin ich dabei, aber... Das gehört ja natürlich auch zum Spiel, aber trotzdem, wenn die mir einen 20er geben würden, wäre ich trotzdem dabei. Genau, und dann habe ich mit einem von Aaron... Sanik 1000? ...uns Redaktion telefoniert und dann habe ich halt unterschwellig herausfinden wollen, wie die Adresse lautet, ohne dass ich zusage. Okay. Wir können uns freuen, wenn das klappt. Wir schicken gerade los, wir organisieren alles, genau. Was irgendwie wichtig ist und du sagst, ob du kommen magst. Okay, sauber. Ich sag dir nochmal Bescheid, weil das halt mega spontan ist, aber ich sag dir Bescheid, ja. Und dann hat er mir die Adresse genannt und ich dachte, okay, in Hamburg. Ich bin dann dahin, habe meine zwei Kameraleute mitgenommen und dachte dann, okay, wir warten. Entweder klappt oder es klappt nicht. Eine Chance. One moment, baby. One moment. So, Freunde, bevor das Ganze hier nochmal weitergeht, habe ich überlegt, kurz... Mach mal ein kurzes Kiss or Slap. Ganz kurz hier in der Innenstadt, Frankfurter Innenstadt. Spontan mein Nachbar angerufen, den Goki. Komm mal rüber hier. Was geht ab? Das ist Servus. Das ist der Goki. Der ist heute Familie in El Egnu. Du siehst auf jeden Fall schon mal brutal aus. Also, was sagst du? Die haben also meine Familie also sehr, sehr beleidigt. Wie heißt deine Familie? El Egnu. Und was haben die zu dir gesagt? Müller. Okay, Müller. Und das geht nicht. Digga, Bruder. Und damit du noch brutaler aussiehst, damit das hier nochmal eine Schippe muss. Ja. Ja, komm. Jetzt bist du Familie Leknu, Bruder. Jetzt bist du Familie. Familie Leknu. Let's go. So, das ist jetzt die super Creme. Denkt ihr, ich habe das weggeschmissen? Noch lange nicht. Kriegt man das auf, Digga. Uff.
Boah, das labert echt, Digga. Das ist original Gleitcreme, ja? So viel ein bisschen. Warte, egal, ich mach so. Jetzt werden wir sehen, was wir damit vorhaben. Wir haben wirklich ganz dreist direkt vorm Filmstudio geparkt. Direkt nach den nächsten Minuten kam doch der liebe Marvin raus. Rede direkt, okay? Und jetzt. Alter, wieso beleidigst du meine Familie, ja? Hey, ich rede mit dir. Also, weißt du, wie wir sind? Wir sind die Elektro und nicht die Müller. Das gibt's doch wohl nicht, Alter. Du weißt doch nicht, wie du dich anlegst. Marvin! Es ist nur ein Prank, Marvin, hey! Marvin! Hydro, ein Baby! Direkt abgehauen, ne? Du bist direkt abgehauen, Bro. Scheiße, direkt abgehauen, ey. Hatte der Angst direkt, oder was? Ja, echt jetzt? Ja, und dann ist der liebe Marvin rausgekommen. Ein Familienmitglied von Unge hat er gesehen, wie er auf ihn zuläuft. Er ist direkt in das Auto reingestratzt und ist weggedüst. Ich wollte noch dazwischen, sodass er denkt, okay, Leon, es ist chillig vielleicht. Aber der hat nicht aufgemacht. Einfach weggedüst, Digga. Meine Güte, die haben einfach die Schiebetür zack zu. Boah, ich glaube, da hätte ich aber auch nicht aufgemacht, sage ich so, wie es ist. Losgedüst und... Ich glaube, ich wäre da auch eher losgefahren, tatsächlich. Frag mich, wie das Ganze von innen ausgesehen haben muss. Alter, wieso beleidigst du meine Familie, ja? Fahr! Was denn? Nu! Gib Gas! Elektro! Marvin! Was für ein Fake-Pranker! Fahr weiter! Hilfe! Kurze Zeit später kam dann auch schon Aaron auf den Balkon und dann dachte ich, jetzt ist mir der Praktikant jetzt schon entwischt. Ich will den Chef höchstpersönlich pranken, runter mit dir! Wieso beleidigst du meine Familie, Mann? Wir sind nicht die Müller! Wir sind die Elektro und nicht die Müller! Komm runter, ey! Wer ist denn der Filmkollege hier? Ich dachte kurz, Kevin steht da. Komm runter! Ich dachte kurz, Papa Pi für eine Sekunde. Hey, was für Männer, wir sind Elektro, ja? Hey, komm runter! Lass mal ein Foto machen. Ich bin Fan von dir. Was höre ich denn da? Du beleidigst also unsere Familie? Wir sind nicht die Müller. Ich hab damit nichts zu tun. Elektro. Ey, Egnus! Ja, wie wird's denn geschrieben? Ich hab damit nichts zu tun, Digga. Aber Leon, warum kommst du nicht zu uns in die Sendung? Aber warte mal ganz nein, kurz. Nein, und sagst, warum fährt Marvin gerade weg? Wo ist er? Nee, weil der nach Sag mal, Berlin der soll zurückkommen. Nee, der muss nach Berlin. Also, Leon, warum kommst du nicht einfach in die Sendung? Wann denn? Ja, jetzt nächste Woche kriegen wir hin, oder? Ein 30er muss da drin sein. 30er doch Nein, nicht. Das ist doch mein Manager. Das ist nicht dein Manager. Ich kenne deinen Manager vom Bild. Das ist er. Das ist nicht dein Manager vom Bild. Ach, und kommt runter? Er noch immer voll im Film, glaubt noch immer diese ganze Geschichte mit L.A. nur mein Management und den ganzen Kram. Und ich denke, okay, bleib bei der Geschichte. Und auf einmal hat der Marvin wieder zurückgepfiffen. Zack, war der da. Er hat doch L.A. nur gesagt, ich habe Müller gesagt. Nee, das... Doch. Die glauben es immer noch. So, ich habe immer Müller gesagt. Ich leg alles drauf, du musst meinen Ruf retten. Komm, lass mal alle ein Bild machen, wo der gut ist, Digga. Leon, kommst du nächste Woche zu Gast? Ja, lass checken, komm. Marvin muss auf jeden Fall safe neben mir. Und ich dachte mir, jetzt oder nie, meine Finger waren schon feucht. Aaron neben mir, Marvin neben mir, wollte das beides ins Gesicht schmieren. Das wäre der Höhepunkt des Pranks, des XXL-Pranks. Aber dann ist mal Aaron weggezuckt und ist rüber. Hier, Digga. Ich bin nicht. Aber ich will hier, dass du neben mir kommst, Bruder. So, wink mal zu und sag, Leon, sag mal, du kommst mit Familie Elekno nächste Woche ins Studio. Und hab dann einfach mit beiden Fingern Marvin eingecremt. Wie glücklich er schaut. Junge, wie happy er ist. Sag noch Pipi Kakasidl. Sag es. Pipi Kakasidl schmeckt super. Herrlich. Und wie ist die Konsistenz so? Bist du überzeugt davon? Gleitet die gut über deine zarte Haut? Über deine zarte, kostbare Haut? Mensch, konnte dich die Qualität überzeugen? Könntest du für dein eigenes Produkt werben? Sag es. Könntest du? Sag es. Könntest du? Hey. Fühlt sich auf jeden Fall fresh an. Eigentlich wäre die Sache gegessen, aber ich war noch nicht ganz zufrieden. Ich musste noch den Chef höchstpersönlich bekommen und der hat mich die ganze Zeit vollgelabert. Aber ich wollte den Prank noch durchziehen. Ich habe meine ganze Kraft zusammengeballt und schließlich habe ich es gemeistert. Ich habe es geschafft.
und sag bitte, dass du von dem Management. Ey, wisst ihr, was das Ding ist? Aaron weiß nicht, was abgeht, Digga. Marvin weiß auch nicht, was abgeht. Aber El Ekno weiß, was abgeht. Das ist das Ding. Ja. Also, ich spüre so ein bisschen die Awkward-Stimmung hier bei dem ganzen Ding. Es ist so fucking awkward. Nicht mit der Familie Erechno, sonst... Hast du keinen besseren bei Kumpanen.de gefunden? Oder er ist der Beste, das ist mein Nachbar. So Leute, eins will ich noch loswerden. Ich bin schon enttäuscht an die ganzen Leute, die dann gesagt haben, ey Digga, das passt zu Leon, Leon ist in der Großfamilie. Nein, ich bin in keiner Großfamilie. Wenn ich irgendwo abdrücke, dann ist es am Papa-Staat. Ich feiere solche Unterdrückungsfilme auch nicht. Man sollte sich davon distanzieren. Deswegen, Leute, das war's. Ey, Leute, nächste Woche Samstag kommt ein ganz, ganz wichtiges Video. Schaltet da ein, seid aktiv. Schaltet nächste Woche Samstag ein auf meinen YouTube-Kanal um 12 Uhr morgens. Kommt ein unglaubliches Video. Und wie gesagt, an die ganzen Reactor und die ganzen Leute, soll die noch einmal sagen, Leon, mal share fake pranks, Digga. Hier habt ihr einmal 100%. So funktioniert das nicht. Nur weil du einen realen Prank gemacht hast, sind nicht alle davor auch real. Das ist nicht das Konzept. 10 Pranks in einem, Alter. Und allgemein, sowieso die meisten meiner Street-Pranks sind sowieso real. Hier und da gescriptete Videos dürfen die anderen nicht in Schatten stellen. Aber klar, ich muss sie erwähnen, wenn die dann gescriptet sind. Kein Bock mehr auf sowas. So, wenn, dann kommt 100% real. Hier habt ihr diesen 100% realen Prank. Leute, unbedingt, ganz, ganz wichtig. Dieses Bild habe ich auf Instagram gepostet. Liked alle das Bild, lasst ein... So viel Promo in einem Video, Bro. Fazit von mir, er hat einen soliden Prank zurückgegeben. Auf jeden Fall an der einen oder anderen Stelle ein bisschen unangenehm, weil sonst all in all, gutes Video von Leon. Ich halte jetzt einfach mal hin und gebe Simon Rücken und sage zu der Simon-Situation nichts. Ja, Marvin wurde halt ein bisschen geprankt, würde ich sagen. Er hätte noch schlimmer sein können. Also ich finde, dass Marvin jetzt nicht komplett hops genommen wurde, weil das war schon alles sehr glaubwürdig, wie es gemacht wurde. Und all in all war es ein solides Video und vielleicht eine ganz gute Auflösung, dass Leon nicht Marvin mit irgendeiner Großfamilie bedroht, würde ich sagen.